get started. Where is it? Now listen and repeat. Where is it? Good. Now that's a more casual way to say "Wie geht es?" And this is really commonly used by native speakers. So they would rather say "Wie ist es?" instead of "Wie geht es?" And possible answers to "Wie ist es?" are "Mal ganz gut" or "Gut" or "Nicht schlecht." Or you can either say "Alt also." "Wie ist es?" Great. Let's move on. Wat gedet nights? Wat gedet nights? This question is used to ask someone, what did you do since the last time I saw you? And it is another way of asking someone an, wat hast du so gemacht? So, wat gedet nights? Now, naturally, it sounds like this. Wat gedet nights? Now repeat after me. Wat gedet nights? And you can answer the question Wat gedet nights by saying either Ich war, for example, Ich war 4 Wochen an Indien, or Ich sin, for example, Ich sie geplündert, or Ich hat, for example, Ich hat viel zu din, Ich hat viel zu din, or Ich hat viel Arbeit. Oh, mein Kanner war krank. Okay? So, this is Wat gedet nights. Let's move on. Now, to ask someone how about, you say in Luxembourgish, Wei wir et? Wei wir et? Wei wir et? And naturally, Wei wir et? Now, Wie wäre es is an easy way to make a suggestion to someone. For example, Wie wäre es mit einem Aperitif? Or, Wie wäre es mit einer Raclette? Wie wäre es mit einem Konversationskurs? Or you can ask, Wie wäre es, wenn wir den nächsten Weekend grillen geben? Oh, wie wäre es, wenn wir Kichelscher geben backen? Okay? So this is, wie wäre es, how about? Et dit mal leid, me dat geht leider nicht. Et dit mal leid, dat geht leider nicht. So this means, sorry, I can't, unfortunately. This is a way to refuse politely an invitation. And it is enough to say, et dit mal leid. Et geht leider nicht. You don't need to add a specific reason. More naturally, it sounds like this. Dit mal leid. Dat geht leider nicht. So you don't say et dit mir leid. You say dit mal leid. Dit mal leid. Dit mal leid. Dat geht leider nicht. And if you want to add a reason because you have something planned, you can say schon den Abend schon etwas vier oder schon den Tag or schon den Weekend schon etwas vier. This means I have already planned something that weekend or that evening. Okay? Dit mal leid, dat geht leider nicht. To answer such an invitation, wie wäre es mit einem Aperitif, and you want to accept this invitation, or you want to say, wow, that sounds good, you can say in Luxembourgish, ja, für wat nicht. Ja, für wat nicht. This literally means, yes, why not? But it is more in the sense of, yes, with pleasure, or that sounds good. Now you can either say, ja, gern, or ja gern, this means literally with pleasure, yes, with pleasure. Or you can say, ja, dat hört sich gut an. Ja, dat hört sich gut an. This literally means, yes, that sounds good. So, to accept a suggestion, you can say, ja, für wat nicht? Or ja gern, or ja, dat hört sich gut an. Don't forget that you can download the whole PDF copy of this lesson, so to practice. Hast du Lust?
Hast du Lust? Now, hast du Lust is an easy and friendly way to make an invitation for some kind of activity. And use hast du Lust plus any activity. For example, hast du Lust bei den Italiener zu gehen? Hast du Lust bei den Italiener zu gehen? Now, hast du Lust sounds more naturally hast du Lust? Hast du Lust? So we don't say hast du Lust, but hast du Lust? Hast du Lust? Hast du Lust, einen Kaffee zu trinken? Hast du Lust, einen Kaffee zu trinken? Oh, hast du Lust, Lützebäuerisch mit mir zu lehren? Hast du Lust, Lützebäuerisch mit mir zu lehren? Okay, so remember, to ask someone do you feel like is hast du Lust? Wei kommen nisch? Willkommenisch. So, willkommenisch means how do I get to plus a location. So, use willkommenisch to ask what is the path I should take to arrive at destination. Now, this is an easy way to ask for directions to a specific place. For example, willkommenisch op de gar. Willkommenisch op de gar. Or willkommenisch bei dich. Willkommenisch bei dich. Or willkommenisch an den Hotel. Okay? So here you have to use a preposition either an den Hotel, or bei willkommenisch bei dich, or ob willkommenisch ob gar. But if you just want to say, how do I get there? How do I get there? Is in Luxembourgish, willkommenisch dahin. Willkommenisch dahin. Okay? Great. Now don't hesitate to use this question. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß. Now, viel Spaß is the short form of ich wünsche dir viel Spaß. Or more formal, ich wünsche euch viel Spaß. So it is used to say have a good time or just enjoy. Okay? For example, viel Spaß an der Vakanz. Viel Spaß an der Vakanz. Or viel Spaß beim Lehren. Viel Spaß beim Lehren. So enjoy your learning. Viel Spaß beim Lehren. Or viel Spaß den Abend. Viel Spaß den Abend. So enjoy your evening or have a good time this evening. Viel Spaß. Okay? To say in Luxembourgish, do you want is willst du? Now, willst du is the form you would use when talking to someone you know well or someone younger than you or someone you just met in a social gathering, so an informal social gathering. And otherwise, to ask do you want in a formal situation, you would have to say wilt dir. Now, in more natural Luxembourgish, it sounds like this. Willst du or willst du? Zum Beispiel, willst du Kaffee oder einen Tee? Willst du Kaffee oder einen Tee? And more formal, will dir ein Tee oder a Kaffee? Will dir ein Tee oder a Kaffee? So we don't say willt dir, we say will dir, will dir. Will dir ein Tee oder a Kaffee? Or for example, willst du mit mir an die Stadt gehen? Willst du mit mir an die Stadt gehen? Oder will dir mit mir an die Stadt gehen? And the last one, will dir Wasser? In the restaurant they might ask you, will dir Wasser? Oder willst du Wasser? Okay, so to ask, do you want to, willst du, informal, or will dir, formal? And now let's move on to the last must-know phrase. Now to say in Luxembourgish, how do I plus a verb, so plus an action, for example, how do I get there? Do you remember we saw before? So this is wei kommen ich dahin. So use your wei plus your action. Wei kommen ich dahin. Or
How shall I do this? Ist in Luxemburgisch, wei soll ich das machen? Wei soll ich das machen? Oder wei soll ich das schreiben? How do I write this? Wei soll ich das schreiben? Oder wei soll ich unregelmäßig Verben lehren? How shall I learn irregular Luxemburgisch verbs? Wei soll ich unregelmäßig Verben lehren? So to say, how do I plus an action is wei plus your verb in Luxembourgish. Wei schreiben ich das? Wei sollen ich das? How do I say this? Okay? Now, don't forget to download the PDF copy of this lesson so that you have it on hand and you can always repeat it. Great!